So ein Video wollte ich schon mal vor einer längeren Zeit machen. Und so habe ich am Mittwoch ein Shorts-Video hochgeladen, wo ihr mit mir auf der Adopt-Me-Map Hide and Seek spielen konntet. Ich war der Sucher und die anderen 40 Leute waren die Verstecker. Sie konnten keine Häuser betreten und nicht fliegen. Ich hingegen konnte fliegen und war auch noch schneller. Sobald einer von den Versteckern gefunden wurde, war er ausgeschieden. Der letzte, der dann übrig geblieben ist, hat eine 10 Euro Roblox-Karte gewonnen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß in dem Video. So Leute, ich bin jetzt hier im Server und hier sind auf jeden Fall noch die 40 anderen Leute. Also das sind ganz, ganz viele hier auf jeden Fall. Und ja genau, ich würde sagen, fangen wir direkt mal mit der Runde an. Okay Leute, die Stoppuhr läuft auf jeden Fall jetzt und ich bin jetzt irgendwie hier drinnen am Backen. Und ich darf auf jeden Fall nicht gucken und auf jeden Fall haben sie jetzt, wie gesagt, 3 Minuten Zeit, sich zu verstecken. Und ja, genau, deswegen bin ich heute mal sehr, sehr gespannt, wo die sich denn so verstecken werden und ob ich da unten auch wirklich alle finde. Und ich bin auch gespannt, wer denn der Gewinner wird. Und ja, genau, ich würde sagen, ich melde mich dann gleich nochmal, wenn die 3 Minuten rum sind. Ja, Leute, auf jeden Fall sind jetzt 3 Minuten rum und ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal diese, ja, dieses Fly holen, dass ich ein bisschen schneller laufen kann. Ich schreibe jetzt hier /E123Lara123Fee und jetzt mache ich Speed. Und jetzt habe ich auf jeden Fall hier mein Fly und mein, ja, mein Speedrun da. Ich schreibe jetzt mal 3 Minuten sind rum. Ich suche euch jetzt. Ich würde sagen, fange jetzt auch direkt mal an. Also ich nehme jetzt erstmal hier dieses Speed hier in die Hand und laufe damit jetzt mal so ein bisschen rum. So, okay. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wo die sich denn so versteckt haben. Okay, also ich finde auf jeden Fall richtig gut, dass ihr auch alle mitmacht und nicht irgendwie jetzt die ganze Zeit bei mir steht. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal direkt hier. Okay, ja, stimmt, man kann ja nirgendwo rein. So, okay, ich gehe mal zum Campingplatz. Vielleicht ist da ja irgendjemand. Okay, im Zelt vielleicht. Nee, hier nicht. Okay, also ich glaube, man kann hier ganz viele Ideen haben, wo man sich denn so verstecken kann hier. Ja, okay, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich war jetzt beim Campingplatz, da sehe ich auf jeden Fall, ist niemand. Im Einkaufszentrum kann man ja nicht reingehen. So, ich gehe mal hier oben schauen. Kann ja sein, dass sich da irgendjemand versteckt hat. Oder hier im Wasser. Ah ja, da ist jemand. Hier ist jemand. Ich habe jemanden gefunden. Okay, Leute, ich habe jetzt auf jeden Fall sie hier gefunden. Ich werde sie jetzt erstmal vom Server kicken, weil ich sie gefunden habe. So, Leute, ich habe sie auf jeden Fall jetzt gekickt. Also eine haben wir auf jeden Fall gefunden. Dann bin ich mal gespannt, ob ich jetzt hier noch mehr finden werde. Also es fällt auf jeden Fall sehr schwer, hier so viele zu finden. Ich guck mal da an der Rutsche. Vielleicht hat sich da ja irgendjemand versteckt in dieser Rutsche drinne. Ja, hier ist jemand noch. Love You Marie. So, okay, ich habe sie jetzt auch gekickt. So, okay, dann schaue ich mal. So, ich schaue mal hier irgendwie hinter dieser Pizzeria. Ist da jemand? Nein. Hier habe ich gerade jemanden gesehen. Da sind 2 Leute. Die sind da drinne irgendwie. Ja, ich habe sie gefunden. Hier sind 2 Leute. Clara und I Love My Bestie. Okay. So, okay, die sind jetzt auf jeden Fall auch beide gekickt worden. Gut, dass ich dahinter geschaut habe. Ich schaue jetzt mal irgendwie, ob ihr in den Bäumen drinne seid oder so. Okay, Leute, ich habe hier jetzt noch eine gefunden. Die heißt Bubble X Lisa. Sie ist auf jeden Fall jetzt auch gekickt worden. So. Oh, ich weiß noch genau, dieser Laden hier früher, der war richtig cool. Das weiß ich noch genau. Ich schau mal hier bei der Poolparty, da sind glaube ich noch ein paar Leute, könnten hier sein. Vielleicht ja hier in der Rutsche mal drin, ne? Ja, ich habe jemanden gefunden, ja. Hier, Emmy. Okay, ich habe sie auf jeden Fall jetzt auch gekickt. Okay, gut. In den Rutschen verstecken sich ganz viele. Das ist aber auch ein richtig cooles Versteck, also das finde ich echt gut. Okay, hier ist jetzt auch niemand. Hier vielleicht unten drunter. Hier wäre voll das coole Versteck. Hier würde ich mich, glaube ich, verstecken, wenn ich bei sowas mitmachen würde. Okay, ich gehe nochmal hier hoch. Vielleicht ist ja noch irgendjemand da oben in der Rutsche drinne. So, ist hier noch irgendjemand hier oben? Ich glaube aber nein. Nee. Okay, ich finde hier irgendwie niemanden mehr. Also ihr könnt euch echt gut verstecken, Leute. Ich schaue jetzt mal noch ein paar Bäume ab. Also ich kann mal hier gucken. Okay, nein, da ist jetzt niemand drinne. So, ich gehe mal hier hoch. Vielleicht ist ja hier noch irgendwo jemand auf den Baum. Okay, nein, hier nicht. Dann gehe ich mal auf den Baum hier. Also ich glaube, in den Bäumen sind ein paar Leute. Okay, ich habe jetzt eine gefunden. Ananas. Okay, ich fliege jetzt mal hier hoch. Vielleicht ist ja hier noch irgendjemand. Ja, hier sind ganz viele Leute. Sie heißt auf jeden Fall Genesee. Dann gucke ich jetzt noch schnell da oben nach, bevor die auch noch wegrennen. Sparkle 13 und Bob Lini. Okay, Leute, ich habe auf jeden Fall jetzt nochmal ganz viele gekickt. So, ich fliege jetzt nochmal. Also hier beim Campingplatz waren jetzt 3 Leute. Hier kann man sich, finde ich, auch meiner Meinung nach am besten verstecken, hier in den Bäumen und so. Ja, hier ist noch jemand. Mars X Star. Und hier ist auch noch jemand. Ui, okay, ich habe hier gerade noch jemanden gefunden. Goal. Okay, dann werde ich sie jetzt mal kicken. Und jetzt schaue ich mal hier. Ah ja, hier ist noch eine. Lidl lohnt sich. So, okay, ich habe es jetzt auch gekickt. Ich guck mal weiter. Vielleicht ist ja hier noch irgendjemand im Baum. Ah ja, hier sind noch 2 Leute. Okay, perfekt.
It's Emma und Lauchbrot. Okay, die rennen dann immer direkt weg. So, okay, ich glaube, hier bin ich jetzt fertig. Jetzt gehe ich mal weiter. So, okay, ich gehe mal hier hinter. Hier könnte man sich noch verstecken. Ah ja, hier sind noch zwei. Salia Gott mal hört. Hier ist noch Ruweida und hier ist noch ein Mädchen. Wie heißt die? Hevi, okay. So, okay, jetzt habe ich nochmal ein paar gekickt. So, okay. Hier bei der Poolparty habe ich, glaube ich, schon alles durch. Aber ich gucke jetzt trotzdem nochmal hier in den Bäumen drin. Also ich fliege jetzt kurz hier nach oben. Ah ja, hier oben sehe ich noch gerade eine. Ellie ist mein. Okay, da ist jemand. Okay, ich gehe mal an den Baum hier. Hier könnte man sich auch richtig gut verstecken. Ah, ich sehe da... Ah, nee, doch, oder? Das Füße? Ja, hier. Wie heißt sie denn? Lou is my favorite. Okay. Die habe ich jetzt auch noch gekickt. So, ist hier vielleicht hier irgendwo jemand? Ah ja, jetzt habe ich auch noch eine gefunden. Lilly 8332762. So, okay, die habe ich jetzt auch noch gekickt. So, ich guck mal hier noch oben im Baum. So, okay, ich gehe mal hier hoch. Hier könnte man... ich habe da gerade, glaube ich, einen Namen gesehen, oder? Ah doch, hier. It's_Jojo. Hier ist noch jemand. Hallo. Gut, die kicke ich jetzt auch noch. So, okay, ich gehe jetzt nochmal hier hoch zum Baum hin. Ah ja, hier ist noch jemand. Hier ist noch ein Mädchen. Wie heißt sie denn? Okay, Lena_GamerUwu009. Okay, sie habe ich jetzt auch noch gekickt. Jetzt gehe ich hier runter. Vielleicht ist ja hier noch irgendjemand auf dem Baum. Ja, hier ist noch jemand. Selina. So, okay, sie habe ich jetzt auch noch gekickt. So. Da hat jemand gerade was geschrieben. Ich habe da gerade etwas gesehen. Hier ist jemand. Hier sind zwei Leute. Okay, ich habe sie gefunden. Zoe und Alina. Okay, Leute, ich habe schon sehr viele geschafft. Nur noch die ganzen hier. So. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ah ja, hier ist noch jemand. Sie ist so nah bei mir. Okay, it's_Ellie. So, okay, die habe ich jetzt auch noch gekickt. Okay, also die machen es sich halt schwer, weil die schreiben die ganze Zeit so viel. Und dann sieht man halt auch, wenn die sowas schreiben. Deswegen wäre es schlauer, wenn die nicht schreiben würden. Okay, in dem Baum ist auch niemand mehr. Guck mal hier drinnen noch. Das ist, da war ich, glaube ich, noch nicht drin. Ah doch, hier ist noch jemand. Zuzahl. So, okay, die habe ich jetzt auch noch gekickt. Ich verstehe nicht, irgendwie grüßen sich hier gerade alle gegenseitig. So, okay, also bei der Poolparty war ich ja schon. Dann gehe ich jetzt mal runter. Also mir fehlen nur noch die Leute hier. Die sind echt die besten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, noch 6 Leute muss ich finden. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Aber ich finde, ihr hattet alle echt gute Verstecks, vor allem auch in diesen Bäumen da. Hier bei der Schule war ich noch nicht. Ich kann mal hier bei diesem Schulbaum hier gucken. Beim Update ist hier auch, glaube ich, niemand. Ich verstehe es langsam selber nicht mehr. Also ihr könnt euch echt gut verstecken. Vielleicht hier irgendwie auf der Tasse? Nein. So, ich guck mal hier irgendwo. Vielleicht ist ja da noch irgendjemand. Bei dem Schiff könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass da irgendjemand doch ist. Okay, Leute, ich habe auf jeden Fall den jetzt geschrieben. Okay, Leute, ihr seid echt zu krass. Ihr könnt euch nochmal ein neues Versteck suchen. Dafür habt ihr eine Minute Zeit. Weil ich finde die echt nicht. Diese 5 sind echt richtig, richtig gut in dem Spiel. Und jetzt haben auf jeden Fall 4 Leute okay geschrieben. Okay, jetzt suche ich auf jeden Fall die Leute. Das war jetzt eine Minute circa rum. Und ja, genau, auf jeden Fall suche ich die jetzt. Und ich gucke jetzt erstmal hier beim Spielplatz, ob hier jemand ist. Ah ja, okay, jetzt habe ich direkt eine gefunden. Olfi. So, okay, jetzt suche ich mal die nächsten. Also beim Spielplatz habe ich jetzt auf jeden Fall eine schon weg. Ich schaue nochmal bei der Poolparty, da haben sich eben viele Verstärker. Ich gucke nochmal da an den Rutschen dann rein. Okay, also hier sind die jetzt nicht. Okay, ich weiß nicht, wo jetzt noch Leute sein könnten. Ich schaue jetzt einfach nochmal in ein paar Bäumen. Da sind bestimmt noch Leute. Also da waren viele, aber ich war gerade schon in ein paar Bäumen drin. Deswegen glaube ich, da sind keine mehr. Da ist vielleicht noch jemand drin. Also da war auch eben jemand. Ah, da hinten ist jemand. Ich habe gerade eine gesehen. Die ist da gerade lang gelaufen. Die hat sich jetzt da versteckt. Okay, hier diese Eileen Stole My Presents. Die habe ich jetzt gefunden. So, okay, ich habe die jetzt gekickt. So, ich gehe nochmal zurück zu dem Baum, weil ich habe es noch nicht fertig geschaut. Hier ist noch eine. Hier ist Mariam. So, okay, die kann ich jetzt auch noch kicken. So, okay, jetzt muss ich nur noch einen finden, weil wenn ich einen gefunden habe, dann hat halt der andere gewonnen, der halt nicht gefunden wurde. Und ich bin echt mal gespannt, wer denn gewinnen wird. Ja, okay, Leute, also es leben jetzt nur noch 2. Also nur noch 2 sind halt im Spiel. Und das sind halt jetzt echt die besten. Also ich finde die echt nicht, die sind echt zu krass. Also ich suche schon die ganze Zeit. Und die Aufnahme geht schon eine Stunde lang. Also ich finde die echt nicht. Und deswegen mache ich jetzt einfach so, dass beide eine 10-Euro-Robux-Karte bekommen. Und deswegen, ja, deswegen schreibe ich den jetzt auch erstmal. Also Leute, ich finde euch einfach nicht. Ihr seid beide mega gut. Deswegen habt ihr jetzt beide gewonnen und bekommt eine 10-Euro-Robux-Karte. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt schaue ich mal, was die schreiben. Okay, einer hat jetzt geschrieben, Danki. Okay, ich warte jetzt mal, bis die andere noch schreibt. Dankeschön, Lara. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss.